Die Klingenstärke ist 2,5. Heute geht es um das Damastmesser 2024. Ich bin der Jens von der Messerschmiede Kubesch und wir schauen uns das schöne Stück mal an, weil da ist Böker echt ein Knaller gelungen. Es ist die neue Verpackung, die Sie ja seit einem gewissen Zeitraum haben. Es ist so eine, ja, ich sag mal, Vitrinenverpackung. Man kann dafür das Messer dann quasi so, wie es ist, ins Regal stellen. Man sieht es, es ist dann staubgeschützt. Aber, ja, ich sag mal, durch die Kamera wird man es nicht sehen. Aber als, wenn man es so normal vor sich hält, kann man es sehr gut erkennen. Und dieser Staubschutz wird bestimmt manchen Männern sehr entgegenkommen. Ein wunderschönes Messer, angelehnt an das Böker BRLW. Das ist also eine moderne Form des Barlow. Wir haben ein Titan Framelock mit Ball, den seht ihr da drinnen, und mit eingeschraubten Metallblättchen, der ja dann das Messer verhindert, dass es direkt am Titan schabt. Wir haben als Griffbeschalung ein Fett Carbon mit dem Muster Dark Matter Orange. Ich finde das sehr schön. Die Klinge ist ein Damast von Chad Nichols. Es nennt sich Black Boomerang Pattern. Sehr schön. Und traditionell haben wir wieder den Bökerbaum auf der Klingenverschraubung. Sehr schön gemacht. Das Messer ist von der Handgröße her für mich also voll ausreichend. Liegt es gut in der Hand, auch durch seine Breite. Wir haben eine Gesamtlänge von 15,9, eine Klingenlänge von 6,5 und ein Gewicht von 64,9 Gramm. Die Klingenstärke ist 2,5. So dürft ihr es gerade so lesen können. Auf dem Klingenrücken ist also eingraviert Böker Solingen. Auf der anderen Seite haben wir dann Böker Damast 2024. Und hier unten, wenn ich es so kippe, könnt ihr es sehen, da steht dann die Nummer 270 von 999 Exemplaren. Wie ihr seht, gibt sich Böker immer mehr Mühe. Jedes Messer hat jetzt auch hier so ein Kunststoffteilchen, damit der Clip im Vorfeld gar nicht erst sich ein bisschen einarbeitet in das Fett Carbon. Der schöne gefräste Clip ist auch aus Titan und rundet so das ganze Bild wunderbar ab. Wir haben einen sehr dezenten Flipper, der kaum aufträgt, der aber trotzdem das Messer perfekt öffnen lässt und so dezent, wie er hier zum Vorschein kommt, wird er natürlich beim Tragen nicht stören. A bond so deep and true, man and his blade, it's tried and true, through thick and thin, always there, sharper than a love affair. Cuts through trouble like a song. Blade and man, they both belong. Together till the end of days. In this bond, no other stays. In the fields and in the night, man and knife, they hold so tight. Through the work and through the play,
by his side both night and day. Cuts through trouble like a song. Blade and man, they both belong together till the end of days. In this bond, no other stays. In the fields and in the night, man and knife, they hold so tight. Through the work and through the play, by his side both night and day. Cuts through trouble like a song. Blade and man, they both belong together till the end of days. In this bond, no other stays. When words fail, the blade will speak. In strength and silence, it's not weak. Through toil, sweat, and earthly grind, man and knife, they're intertwined. No diamond ring, no golden band, just the handle in his hand. In the grave where shadows fall, man with knife stands tall. Ich finde, dieses Messer ist ein wunderschön gelungenes Messer und es wäre für mich ein Alltagsbegleiter, wenn es 42a konform wäre. Leider haben wir diesen Paragraphen und ich finde es sehr schade, dass Böker da sich nicht eine Scheibe abschneidet von Line Steel. Line Steel hat ja bei seinen neuen Modellen immer die Möglichkeit, dass man zum Beispiel den Flipper abschraubt oder dass man oben arbeiten sie gar nicht mehr mit Pins, sondern mit Aufsätzen, die man abschraubt. Auf diesen Flipper möchte ich nicht verzichten, den finde ich super. Aber wir hätten ja die Möglichkeit, wenn wir uns das gerade nochmal anschauen, dass man also hier dieses Metallblättchen, was ja hier unten reingeschraubt ist, vielleicht gegen ein zweites austauscht. Das wäre technisch machbar, das ist kein Akt und das wäre auch für jeden Laien umsetzbar. Dass es dann nicht mehr verriegelt, sondern dass es dann eine Art Slipjoint ist. Und damit hätten wir einen wunderschönen Alltagsbegleiter, der von der Preislage her auch noch vertretbar ist. Also ich sag mal, ich habe einige Kunden, die teurere Messer mit sich rumführen. Wir liegen hier bei 369 Euro, also roundabout 370 Euro. Da habe ich einige Kunden, die haben teurere Messer, einstecken von Klötzli und so. Und man hätte einen schönen Alltagsbegleiter. Es wäre jetzt nicht mein Messer der ersten Wahl für die Baustelle, aber für Büro oder als Sonntagsmesser wäre das ein wunderschönes Modell. Vielleicht nimmt sich Böker ja diesen Vorschlag mal zu Herzen und ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Vorschlag haltet. Würdet ihr das Messer umbauen, wenn ein Originalteil von Böker dabei läge, dass es ein Slipjoint ist? Würdet ihr es überhaupt mit rumführen oder sagt ihr, jetzt spinnt der Kubisch komplett, das ist ein Sammlermesser, das gehört in die Vitrine, wird nicht benutzt? Ihr wisst, das ist eigentlich nicht mein Ansinnen. Wenn ich wirklich Messer habe, wo ich sage, ja, da könnte was steigen, dann kaufe ich die eigentlich immer zweimal. Einmal zum Benutzen und einmal zum Sammeln. Aber das ist bei mir auch wieder eine ganz andere Geschichte, wie bei einem normalen Messersammler. Ich hoffe, der kleine Ausflug zu dem Böker Jahresmesser 2024 hat euch gefallen. Denkt immer dran, dienstags und samstags nehmt euch die Zeit, denn da sind wir für euch bereit. Wenn euch der kleine Beitrag gefallen hat und ihr noch nicht abonniert habt, seid so gut abonniert, drückt auf die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst und gebt mir doch mal in den Kommentaren Bescheid, wie ihr das so handhabt mit eurer Messersammlung. Sammelt ihr die Messer nur? Nutzt ihr die Messer?
Oder seid ihr so bekloppt wie ich, dass ihr sagt, eins zum Benutzen, eins zum Sammeln? Ich freue mich auf eure Kommentare unter dem Video. Bis dann, euer Jens von der Messerschmiede Kubisch. Ciao!